Wir bleiben bei der E-Vergabe, gehen aber jetzt zum OLG Frankfurt. Irgendwie schließt sich jetzt hier der Kreis. Wir haben in Hessen begangen, in Frankfurt mit dem, mit diesen Stangenschiebefahrzeugen. Wir gehen jetzt wieder nach Frankfurt, aber diesmal zum Oberlandesgericht. Das hatte über folgenden Fall zu entscheiden. Da hat nämlich ein Bieter, auch wieder Problem mit der E-Vergabe, sein Angebot zunächst unverschlüsselt als Anhang zu einer ganz normalen Mail verschickt. Und der Auftraggeber hat dem Bieter dann darauf hingewiesen, dass das Angebot nur über die Vergabeplattform eingereicht werden darf und dass es die E-Mail mit dem Angebot als gegenstandslos betrachtet. Und dann hat der Bieter innerhalb der Angebotsfrist das Angebot über die Vergabeplattform eingereicht, ordnungsgemäßes Angebot, völlig richtig. Und der Auftraggeber hat jetzt auch dieses Angebot ausgeschlossen. Und zu entscheiden hatte das OLG Frankfurt jetzt tatsächlich über die Frage, infiziert das erste formwidrige Angebot das zweite ordnungsgemäße Angebot? Und dann noch ein Punkt, der in der Entscheidung leider keine Rolle spielt, auf den man aber hinweisen muss. Darf der Auftraggeber einem Bieter vor dem Submissionstermin eigentlich mitteilen, dass sein Angebot formwidrig ist? Spannende Frage. Das OLG Frankfurt hat dann entschieden, dass der Ausschluss des zweiten ordnungsgemäßen Angebots unverhältnismäßig war, hat aber leider keine Aussage zu der Frage getroffen, ob der Auftraggeber dem Bieter vor dem Submissionstermin mitteilen darf, dass das Angebot formwidrig war. Die Gründe, da kommen wir dann wieder auch zu den übergeordneten Grundsätzen. Auch das schließt den Kreis. Wir haben ja bei den übergeordneten Grundsätzen begonnen und enden jetzt wieder bei den übergeordneten Grundsätzen, aber runtergebrochen auf das Geheimwettbewerb. Das OLG Frankfurt hat gesagt, wir haben den Grundsatz des Geheimwettbewerbes. Dieser Grundsatz ist aber nicht losgelöst von anderen Grundsätzen zu betrachten. Wir haben noch andere Grundsätze. Das ist der Wettbewerbsgrundsatz und die stehen hier in einem Spannungsverhältnis. Und Geheimwettbewerb und Wettbewerbsgrundsatz, da ist nach Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen zu entscheiden, was überwiegt denn hier? Welcher Grundsatz überwiegt denn hier? Was müssen wir beachten? Der Geheimgrundsatz, der sagt, dass der eine Bieter nicht wissen darf, was der andere Bieter angeboten hat, dass die Informationen aus dem Vergabeverfahren nicht nach außen bekannt werden dürfen. Und der Wettbewerbsgrundsatz sagt, dass ein möglichst großer Bieterkreis beteiligt werden soll. Und das OLG Frankfurt hat dann auch noch auf die BGH-Rechtsprechung hingewiesen, dass ein Ausschluss nicht allein aus formalen Gründen erfolgen soll. Und Besonderheit an diesem Fall war, dass hier der Auftraggeber keine Kenntnis von dem Inhalt des Erstangebots, dieser Anhang zur E-Mail hatte. Wäre das anders, könnte man vielleicht das Spannungsverhältnis zwischen dem Geheimwettbewerb und dem breiten Wettbewerb anders beurteilt werden? Diese Frage ist einfach noch nicht geklärt, muss man sagen. Geklärt ist nur der Fall, wenn der Auftraggeber keine Kenntnis von dem Inhalt des Angebotes hatte. Ja, beim Fazit muss man auch noch sagen, Vorsicht bei der Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bieter außerhalb der Vergabeplattform. Denn dadurch, dass der Auftraggeber dem Bieter gesagt hat, du hast hier ein erstes formwidriges Angebot eingereicht, da hat er sich ganz schön viele Probleme aufgehalst. Man könnte ihm vorhalten, er verfälscht den Wettbewerb, weil er dem einen Bieter Informationen gibt. Das könnte auch zur Ungleichbehandlung kommen, weil stellen Sie sich vor, der Mitarbeiter des Auftraggebers, der jetzt diese E-Mail mit dem Angebot bekommen hat, der hat zwei E-Mails bekommen von zwei unterschiedlichen Bietern. Er bearbeitet aber vor Dienstschluss nur die eine E-Mail. Die andere E-Mail arbeitet er dann am nächsten Tag, als die Angebotsfrist schon abgelaufen war. Das kann also zu einer Ungleichbehandlung führen und vor allen Dingen, wenn der Auftraggeber jetzt aktiv auf den Bieter zugeht und ihm Informationen gibt, die er nicht geben dürfte, verhindert der Auftraggeber ja, dass der Bieter sich selbst korrigiert. Dem Bieter könnte der Fehler ja selbst auffallen und er könnte auf die Idee kommen, oh, ich habe da fälschlicherweise diese E-Mail mit dem Angebot geschickt, nehme ich dieses Angebot mal schnell zurück und schicke das formrichtige Angebot über die Vergabeplattform. Wenn er aber von dem Auftraggeber schon darüber informiert worden ist und das vielleicht nicht zulässig war, weil es den Wettbewerb verfälscht,
oder eine Ungleichbehandlung darstellt, dann verhindert der Auftraggeber damit die Selbstkorrektur des Bieters. Großes Problem. Leider hat das OLG Frankfurt dieses Problem nicht erkannt und ist nicht darauf eingegangen. Wir werden bestimmt irgendwann Fallgestaltungen finden, wo diese Probleme auch noch entscheidungsrelevant werden.